So, dann schauen wir mal, was so in den Twitter-Trends abgeht. Streamlabs in den Trends? Oh mein Gott! Ja, wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, hat Streamlabs eine Kooperation mit Twitch angekündigt und mit Xbox, um quasi Cloud-Streaming auf die Xbox zu bringen. Das Ganze ist erstmal nur exklusiv für Xbox und PC. Vom Grundgedanken her eigentlich eine coole Sache und kennt man schon vielleicht von dem ein oder anderen Anbieter. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall ist der Ablauf grundsätzlich so, dass ihr über die Xbox in die Streamlabs Beta geht und euren Twitch-Account verknüpft. Und dann ist es halt so, dass ihr innerhalb des Programms Overlays und Alerts und den ganzen Krempel alles einstellen könnt. Und das bleibt da. Also ihr braucht keinen PC. An sich eine geile Sache. Kennt man halt schon. Und zwar von Lightstream. Denn die machen genau das. Okay. Das Witzige dabei ist halt, dass Twitch bereits in der Vergangenheit mit Lightstream kooperiert hat, um die ganze Experience auf der Xbox besser zu machen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die beiden Seiten aussehen, die von Lightstream und von der Streamlabs Beta. Mir fehlen die Worte. Das ist einfach nur dreist. Und wenn ihr denkt, das war schon alles, so, hey, die haben ein bisschen abgekupfert, meine Güte, das kennt man ja von Streamlabs, dann schaut euch das mal an. Das ist ein Tweet von OBS. Von OBS Studio. Das sind die, die quasi die Grundlage für Streamlabs OBS gelegt haben. Die, die für Tausende und Abertausende kostenlos ein Programm zur Verfügung stellen, damit ich streamen kann. Und denen. Und die schreiben quasi, dass sie am Anfang vom Release von Streamlabs OBS versucht haben, Kontakt aufzunehmen. Dabei ging es um den Namen. Streamlabs OBS. Sie haben freundlich darauf hingewiesen, dass es vielleicht ganz nett wäre, OBS nicht reinzubringen, einfach damit die Namen nicht so verwechselt werden. Das Ende vom Lied war, das hat sie nicht interessiert und die haben einfach den Markennamen dann eingetragen. Holy shit, wie frech ist das denn? Und seien wir mal ehrlich, das ist ja nicht das erste Mal, dass Streamlabs irgendwelche Sachen kopiert und irgendwo klaut. Wir haben das Streamlabs Stream Deck, Multistream, Overlays von anderen Anbietern in Streamlabs, die mit einem Abo bezahlt werden müssen. Logo-Designer. Also eigentlich alles relativ nice Sachen, die es aber halt vorher schon woanders gab. Und ich hatte das in meinem OBS gegen Streamlabs OBS Video schon gesagt. Streamlabs ist einfach eine verdammte Kopie. Die klauen andere Sachen und versuchen sie besser zu machen. Nur machen sie sie nicht besser, sondern sie verstecken sie hinter einer Paywall. Die nehmen die Kohle an. Mich regt es auch so auf, dass sie auf Twitter bei der Ankündigung kein Wort davon gesagt haben, dass dieses Cloud-Streaming-Dings 5 Euro im Monat kostet. Das ist nicht in Prime enthalten, wie es aussieht. Das kostet extra nochmal, was okay ist. Aber es ist einfach so fucking dreist, eine Idee von wem anders zu klauen und einfach die komplette Website von denen abzukupfern und dann den Preis auch noch ein bisschen zu senken, weil man es sich ja erlauben kann. Und dann sitzen die Leute da und denken sich, bezahle ich jetzt 8 Euro oder bezahle ich 5 Euro? Ja, natürlich bezahlst du 5 Euro im Monat. Ist halt billiger, aber ist halt scheiße. Und Leute, es tut mir wirklich leid, dass ich hier so uprage, aber das ist einfach mistiges Verhalten. Das nervt mich. Ich habe Streamlabs bei mir auf dem Rechner schon längst runtergeschmissen. Ich disse diese Plattform schon seit Ewigkeiten und nutze keinerlei Anbindung von Streamlabs mehr. Ich will das nicht. Ich habe keinen Bock mehr darauf. Sollen sie mit Streamlabs glücklich werden und sollen sich weiterhin Google Ads kaufen. Ich für meinen Teil hoffe jedoch, dass vielleicht ein paar andere Anbieter darauf aufmerksam werden und einfach mal merken, dass auch Konsolenstreaming für Leute ohne PCs wirklich eine Plattform ist. Ich merke das einfach so krass. Es gibt voll viele Kommentare zu dem Video, das ich dazu gemacht habe. Und voll viele Leute wollen halt einfach genau das machen. Nicht jeder hat einen PC. Viele zocken einfach auf der Konsole, wollen streamen, wollen coole Overlays, coole Alerts und so weiter. Das geht mit dem Owned Pro
Extension, Plugin, allerdings halt nur im Browser. Das bringt halt mobil nichts und das bringt halt auch wenig, wenn du das Ganze übers Handy einstellen musst. Ist halt unnötig kompliziert. Da ist Lightstream oder Streamlabs in dem Fall eigentlich schon die bessere Variante. Nur wie das Ganze gelaufen ist, zeigt halt einfach mal wieder, wie absurd hinterhältig Streamlabs ist. Ich kann nur appellieren, schmeißt das Programm runter, beschäftigt euch mit OBS, guckt euch meine Videos an, guckt euch Videos von anderen Leuten an, guckt euch Videos von Nilsson an, von Leos Mind, von ich weiß nicht von wem alles noch. Guckt euch einfach Videos dazu an, befasst euch mit OBS Studio. Es ist einfach das bessere Programm. Danke.